Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabatin und Konami lässt eine Bombe platzen. Und zwar eine, bei der ich nicht damit gerechnet habe, dass sie passiert, aber sie ist passiert und ich wollte euch mal ganz kurz erklären, worum es dabei geht. Zunächst einmal, es gibt News zu neuen Produkten, die dieses Jahr noch rauskommen werden. Es war vermutet, dass in den Megatins so ziemlich alles reprintet wird, was im letzten Jahr passiert ist. Zu den Megatins selber werde ich noch ein Video machen, also seid gespannt, das wird wahrscheinlich nächste Woche online gehen, also mal gucken. Allerdings, es gibt so viele High-Impact-Karten in den letzten Hauptsets. Schwierig ist, die alle in ein Set zu packen. Und ich habe deshalb das Gefühl, dass Konami deshalb versucht, die so ein bisschen zu verteilen. Und zu den News geht es heute einmal ganz kurz. Wir fangen zuerst mit anderen News an. Und das ist einmal die, dass es demnächst ein Hidden Arsenal Chapter 1 gibt. Das finde ich ziemlich cool. Für alle, die Hidden Arsenal nicht kennen, das war ein Booster-Set vor über 10 Jahren, wo die Storyline von Dual Terminal, könnt ihr quasi im OCG an der Card Games spielen, und da habt ihr die Story quasi mitbekommen und da waren so Archetypes drin wie Shadol, wie Necros, wie Iceberry, alles in die Richtung. Und das ist eine ziemlich coole Storyline. Und wir werden jetzt Hidden Arsenal Chapter 1 bekommen, wo es quasi Reprints geben wird zu genau diesem Set. Was ich persönlich ziemlich cool finde, was ich allerdings noch viel, viel cooler finde und das ist eine super coole Sache, denn wir bekommen eine Yu-Gi-Oh! Story, nämlich die Dual Terminal Story zu Hidden Arsenal. Das gibt es im englischen Raum noch gar nicht. In Japan ist das bekannt, weil das ja das Arcade-Game gewesen ist, da war die Story ja bekannt. Im TCG gibt es aber nicht. Das heißt, wir kriegen das erste Mal eine englische Übersetzung von der Dual Terminal Story, Chapter 1. Das finde ich super cool. Wie genau sie die Reprints machen werden, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es kommen wird, aber interessanter Fakt noch dazu, dieses Set ist genauso aufgebaut wie Legendary Duelists. Und dazu hat der gute Jackie D ein Video gemacht. Was passiert dann eigentlich mit Legendary Duelist Season 3? Indem er so ein bisschen darauf eingeht, dass es ja kein Legendary Duelist 3 geben kann, wenn das halt kommt. Und das, glaube ich, könnte legit passieren, dass wir Legendary Duelist 3 erstmal nicht bekommen, sondern erst nächstes Jahr. Was ich persönlich nicht schlimm finde, denn es wird auf jeden Fall kommen, denn Mission Soul braucht einen Reprint. Sind wir uns alle einig. Auf jeden Fall beim guten Jackie D mal abchecken. Ich werde es mal oben in der Infobox verlinken oder in der Videobeschreibung. Wahrscheinlich in der Videobeschreibung. Guckt auf jeden Fall rein. Aber jetzt gehen wir zu den News, worauf ich hinaus möchte. Und das ist einmal das, was jetzt kommt. Battle of Legends 2021. Es sind angekündigt neue Karten. Dazu habe ich übrigens schon ein Video gemacht. Es gibt nämlich die Kuribo-Karten in diesem Set drin. Dazu habe ich da ein Video gemacht. Es wird einen neuen Utopia-Support geben. Und von Cherry LeBlanc wird es auch Karten geben. Ich weiß nicht, welcher FFTs-Charakter das gewesen ist. Klärt mich auf, ich weiß nicht, was es gewesen ist. Was auch immer Fleur-Karten gewesen sind. Keine Ahnung. Weiterhin steht hier auch, dass es auf jeden Fall neuen Ignista-Support gibt. Was ich ziemlich crazy finde, denn es gibt halt schon so viel Ignista-Support und jetzt kommt noch mal was dazu. Aber jetzt kommt die Info, auf die ihr alle gewartet habt. In dem Set Battle of Legends 2021 wird ein Reprint drin sein von Forbidden Droplet. Das ist die erste der High-Impact-Karten, die wir bestätigt haben als Reprint für ein Set, was jetzt rauskommen wird. Denn die Megatins sind noch nicht bestätigt, was da drin sein wird. Es steht nur drin, die Sets sind drin. Und Droplets ist der erste Print, der bestätigt wurde in Battle of Legends 2021, was diesen Herbst kommen wird. Wann genau, keine Ahnung. Wahrscheinlich aber vor den Megatins. Wird ein Set sein, wo wir 60 neue Karten bekommen werden und 30 Reprints, also 90 Karten großes Set. Und natürlich alles Ultras und eine Secret Rare. Ziemlich cooles Set. Jetzt natürlich die Frage an euch, was denkt ihr zu dem Set? Was denkt ihr zu Legendary Duelist Season 3? Habt ihr da Bock drauf? Könnt ihr noch länger warten? Findet ihr Hidden Arsenal Chapter 1 genauso cool wie ich auch? Denn ich freue mich auf die Story. Ich finde die Story wirklich richtig interessant. Und falls ihr mehr Yu-Gi-Oh! Content sehen wollt, ein Like hilft auf jeden Fall, damit mehr dieses Video sehen. Und natürlich Abo da lassen, denn dann seht ihr mehr von meinen Videos und das hilft natürlich auch mir weiter. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Video rein. Ciao, Leute. Nur? Okay.